happily. Hallo! Ja, es ist schon Anfang Dezember, das heißt, in 3 Wochen ist schon Weihnachten. Oh mein Gott! Und wenn ihr euch noch keine Gedanken darüber gemacht habt, was ihr euren Liebsten schenken wollt, dann solltet ihr das vielleicht spätestens jetzt tun. Ich wollte dieses Jahr gerne ein paar Videos zum Thema Geschenke machen, was man so schenken kann. Und hoffe, dass euch diese Reihe gefällt und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Zu dieser Jahreszeit werden so viele Videos mit Geschenkevorschlägen und so weiter online gestellt. Und ganz oft sieht man eben einfach Geschenkideen, auf die man auch selber mal kommen würde, ne? Wenn man durch die Stadt läuft und irgendwas sieht, wie eine DVD oder eine CD oder ein Schal oder ein Gürtel oder ein T-Shirt oder ein Kinogutschein oder ich weiß nicht. Und ich wollte euch einfach mal gerne ein paar Sachen zeigen, die vielleicht noch nicht jeder kennt und habe mich dabei jetzt eher auf Online-Shops fixiert. Ist vielleicht auch gerade für meine männlichen Zuschauer nicht schlecht, die eventuell zu faul sind, in die Stadt zu gehen und irgendwas zu kaufen und dann ganz bequem einfach online shoppen können. Heute möchte ich euch gerne die Produkte aus dem Shop Juwelkerzen vorstellen. Als sie mich angeschrieben haben, war ich erstmal so, was wollen die denn? Weil vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber da sind Juwelkerzen-Videos aus dem Boden geschossen. Jeder hat ein Video über diese Kerzen gemacht. Und ich glaube, das ist nicht ganz so gut angekommen. Deswegen war ich dann gleich etwas skeptisch und habe mir gesagt, okay, ich möchte nicht eine von vielen sein. Habe dann auch zurückgeschrieben, wie viele sie außer mir noch kontaktiert haben, weil ich das einfach nicht möchte. Ich möchte euch nicht irgendwas zeigen, wo ihr dann sagt, oh Gott, kommt die auch noch damit an, nur weil sie jetzt was geschenkt gekriegt hat. Die haben mir aber garantiert, dass das nicht so ist und deswegen habe ich mir den Shop dann genauer angeschaut. Und werde euch jetzt einfach mal berichten, was Juwelkerzen denn überhaupt sind. Also Juwelkerze ist ein Online-Shop, wie schon gesagt, die Kerzen vertreiben, wie der Name schon fast schließen lässt. Und in den Kerzen, das sind alles Duftkerzen, sind entweder Ringe drin, beziehungsweise ein Ring oder ein paar Ohrringe. Da kann man dann auf der Seite eben aussuchen, ob man eine Ringkerze bestellen möchte oder eine Ohrringkerze. Und dann ist in der Kerze versteckt so ein kleines Päckchen. Auf der Rückseite ist auch markiert, auf welcher Höhe das Päckchen ist. Also hier seht ihr, da guckt dieses silberne Alufolienpäckchen durch. Und dann wisst ihr, wo das ungefähr ist und wie weit ihr sie abbrennen lassen müsst. Ich konnte jetzt nirgends finden, wie viel Gramm da drin sind, aber im Vergleich zu einer Yankee Candle, und wenn die voll ist, geht die ungefähr bis hier, da sind 104 Gramm drin. Und daneben dieser Wäsche, also da sind mit Sicherheit, ich würde schätzen, mehr als 300 Gramm drin. Diese kleinen Kerzen, das sind die Ohrringkerzen und dann gibt es noch große Kerzen. Das große, das sind die Ringkerzen. Also auch hier kann man das sehr gut erkennen, weil das eine helle Kerze ist. Da ist markiert, wo das kleine Päckchen sich befindet und da ist dann ein Ring drin. Und diese kleinen Kerzen mit den Ohrringen kosten 16,95 € und die großen Kerzen mit dem Ring kosten 24,95 €. Ihr könnt euch dann jeweils verschiedene Duftrichtungen natürlich aussuchen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel von den großen die Duftrichtung Cookies and Cream. Das ist jetzt eine aus dieser von diesen neuen Wintersorten eben. Riecht extrem gut. Also ihr wisst, ich bin sehr empfindlich, was Duftkerzen angeht und ich finde ganz, ganz leicht mal das, was stinkt. Und ich liebe meine Yankee Candles über alles, aber Yankee Candles sind extrem teuer. Also für dieses kleine Teil zahlt man so an die 13 €. Und es ist, wie gesagt, sehr wenig nur drin. Und für das andere, wo bestimmt 3 oder sogar 4-mal so viel drin ist, zahlt man gerade mal 3 € mehr. Also es steht echt in keinem Verhältnis. Und die riechen so wahnsinnig gut teilweise. Also diese hier riecht so wie Zitronenzuckerguss. Ja, genau so riecht sie. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Riecht jetzt nicht so sehr nach Schokocookies oder sowas, aber es riecht echt so wie Zitronenzuckerguss. Dann das hier ist zum Beispiel die Duftrichtung warmer Bratapfel. Und das riecht exakt wirklich wie Apfel und aber noch ein bisschen Zimt dabei. Also es riecht richtig, richtig weihnachtlich. In den Gläsern riechen die total arg, im Zimmer aber eben nicht so penetrant. Also was bei den Yankee Candles ja oft mal so ist, wenn man dann so einen extremen Duft hat, wie ich hier zum Beispiel meine Home Sweet Home Kerze, die kannst du wirklich nur ganz kurz anmachen und dann ist es irgendwann echt zu viel. Die riecht so wahnsinnig gut. Also ich habe schon 1000 Mal davon geschwärmt und ich kriege sie nie auf. Und das ist einfach mein allerliebster Duft und ihr seht, sie ist schon fast leer und ich traue mich schon gar nicht mehr, sie anzumachen. Und jetzt habe ich hier eine gefunden, die riecht genauso, könnt ihr es glauben. Und zwar ist das diese hier, das ist heißer Glühwein, die Sorte. Und die riecht, kein Scherz, die riecht echt wie Home Sweet Home. Und wenn ich das sage, dann will das was heißen. Also die riecht O-Ton genauso. Und wenn ihr die aber anmacht, ihr könnt die länger brennen lassen und der Duft ist halt nur so leicht im Raum und nicht so, boah, du kommst rein und denkst nur, ich ersticke.
Das ist jetzt auch die Kerze, die ich angemacht habe, um euch auch eins von den kleinen Geschenkchen rauszuholen. Ich konnte natürlich nicht alle anmachen, ansonsten wäre ich in dem Duft erstickt, schätze ich mal. Aber ihr seht, da habe ich auch drin rumgepult und habe das kleine Geschenkchen rausgeholt. Im Prinzip lasst ihr sie einfach abbrennen, bis ihr das kleine Päckchen sehen könnt. Dann nehmt ihr euch vielleicht am allerbesten eine Pinzette oder irgendwas anderes. Ist vielleicht auch ein Löffel ganz geschickt, weil je nachdem kann sein, dass es im Wachs ein bisschen festklebt. Und bei mir war es ein bisschen schwierig, das da rauszubekommen. Und dann zieht ihr einfach vorsichtig an diesem Päckchen und holt das dann irgendwie raus. Am besten legt ihr euch ein Tempo oder irgendwie eine Unterlage bereit, damit ihr das gleich da drauflegen könnt. Das Wachs ist natürlich noch heiß, also bedenkt das. Und am besten macht ihr dann euren Löffel oder eure Pinzette gleich sauber, damit das nicht daran festtrocknet. Und wenn das Wachs dann ein kleines bisschen abgekühlt ist, dann könnt ihr eigentlich dieses Päckchen auch schon gleich aufpacken. In diesem Alufolienpäckchen ist dann eine kleine durchsichtige Tüte drin und da befindet sich dann euer Schmuck drin. In meinem Fall war das jetzt eben ein Ring, weil ich habe ja, wie gesagt, eine Ringkerze abbrennen lassen. Und das ist so ein echt schöner Ring. Also ich war richtig überrascht. Ich habe fast schon mit gerechnet, es könnte vielleicht der Schmuck jetzt nicht so ganz mein Geschmack sein und so. Aber ja, also ich war echt richtig überrascht. Also es ist auch ein echt Silberring. Die Ringe und generell der Schmuck ist, glaube ich, im Wert von 10 bis 250 Euro. Also da kann richtig was Wertvolles in eurer 17-Euro-Kerze drin sein. Von der Größe her ist ein bisschen schade. Meine Finger sind halt ein bisschen dünn und passt mir am Mittelfinger nicht, aber am Zeigefinger passt er mir. Und ich ziehe auch am Zeigefinger sehr gerne Ringe an. Habt ihr vielleicht in meinen Videos schon gesehen. Und gerade solche mit Glitzer und so, ich mag das am Zeigefinger total gerne. Und wenn ich dann hier an den anderen Fingern vielleicht noch schmalere Ringe habe, mein Geschmack ist es, ist natürlich beim Ring so eine Sache. Die Ringgröße kann man leider nicht auswählen. Das heißt, wenn jemand wirklich total schwierige Finger hat und ihr wisst, okay, die sind super dünn oder die sind super überdimensional dick, dann würde ich vielleicht doch lieber zu den Ohrringen greifen. Ansonsten ist der Ring auch echt eine total schöne Geschenkidee. Man kann es dann am Ringfinger anziehen, für alle, die etwas breitere Finger haben. Man kann den auch am Daumen anziehen, wenn das jetzt so der Geschmack ist. Finde ich jetzt für diesen Ring hier nicht so passend, aber ich weiß ja nicht, was es noch für andere Ringe gibt. Wie gesagt, in meinem Fall passt er auch am Zeigefinger. Neben den großen Ringkerzen und den kleineren Ohrringkerzen gibt es noch eine dritte Sorte von Kerzen, die jetzt speziell für Weihnachten rausgekommen sind. Und zwar sind das solche Kerzen, die kommen dann in so einer Verpackung. Ich habe die jetzt noch nicht aufgemacht. Sind so in so Zellophanpapier eingepackt, sind auch nicht in so einem Glas und haben dann hier noch eine kleine, weiß nicht gar nicht, Zimtstange hängen, glaube ich. Gibt es in zwei Duftrichtungen. Das hier ist die Richtung Zimt und dann gibt es noch eine helle Kerze, das ist dann Vanille. Und die sind eigentlich speziell dafür gedacht, um Adventskränze zu machen. Und das finde ich ist eine total süße Idee, weil in diesen hier ist auch immer eine kleine Überraschung drin. Man weiß allerdings nicht wo und man weiß auch nicht was. Also das ist wirklich die ultimative Überraschung. Und wenn man davon dann vier hat sozusagen, dann hätte man jedes Mal irgendwie eine coole Überraschung, die dann irgendwann zum Vorschein kommt. Ich finde, das ist eine echt süße Idee. Diese Kerzen hier kosten 19,95 € und man kann sie auch in so einem ganzen Set, in so einem Adventskranz-Set bestellen. Da weiß ich jetzt den Preis leider nicht auswendig, aber ich poste euch nochmal alle Infos auch natürlich unten rein. Ich bin auf die Anfrage von dem Shop nur eingegangen, weil ich finde, dass das echt eine außergewöhnliche Geschenkidee ist. Das ist nichts, was man an jeder Straßenecke in der Stadt findet oder so. Und es ist einfach wie, das war so mein erster Gedanke, es ist ein Überraschungsei für Frauen. Also es ist wirklich, ich finde, es ist das perfekte Geschenk für Mütter oder Omas oder Tanten oder irgendwie so. Vielleicht auch der Schwiegermutter oder ich weiß nicht. Ich finde, das sind einfach Sachen in diesen Geschenken, das gefällt jeder Frau. Also ich weiß nicht, aber ich kenne zumindest, glaube ich, nur Frauen, denen das gefallen würde. Und als bei mir das Paket ankam mit den ganzen Kerzen und ich halt meiner Mama und meiner Schwester davon erzählt habe, die waren halt gleich auch total begeistert und meine Mama gleich so inspiriert, was sie ihrer Freundin schenken könnte und so, weil das halt echt irgendwie eine coole Idee ist und einfach was Außergewöhnliches und deswegen hat mich das so angesprochen. Natürlich habe ich auch für euch was rausgehandelt und zwar einen 20% Gutschein in dem Online-Shop. Ich poste euch den Code unten in die Infos. Das heißt, wenn ihr was bestellen wollt, bekommt ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung. Ich denke, das ist eigentlich ein ganz cooler Deal und ihr hättet damit auf jeden Fall ein super schönes und außergewöhnliches Geschenk.
Ich hoffe, ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Schaut zur Sicherheit nochmal in die Infos, falls ihr auch irgendwas nicht mitbekommen habt oder noch irgendwelche offenen Fragen habt. Wenn nicht, könnt ihr die natürlich auch immer in den Kommentaren stellen und dann werde ich da alles beantworten. Und dann hoffe ich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und euch vielleicht in irgendeiner Art und Weise inspiriert hat. Wenn ihr irgendwas bestellt bei Juwelkerze, dann sendet mir unbedingt ein Bild auf Twitter oder Instagram oder auf Facebook, wie ihr möchtet. Aber mich würde das echt interessieren, welche Duftrichtung ihr ausgewählt habt und je nachdem, wenn ihr es für euch bestellt habt, auch welcher Schmuck natürlich drin war und so. Und dann wünsche ich euch jetzt einen guten Start in die Woche und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Bis dann, ciao! Und das war blöd. Und der Sinn von diesen ist eigentlich, um sie als Weihnachtskranz zu benutzen. Das finde ich ist echt eine schöne Idee. Also falls ihr... Als Weihnachtskranz, das laber ich eigentlich. Ich meine, wenn man... Oh Mann, was wollte ich jetzt sagen? Und dann wünsche ich euch...